Hallo, ich bin Toni Almert von der Almert Logistic Intelligence. Unser Unternehmen ist in drei Sparten aufgegliedert. Wir machen die Packmittelentwicklung als eine Säule. Wir haben Intralogistik mit RFID-Technologie und einen sehr starken Schwerpunkt im Interimswesen. Das, was wir heute präsentieren, sind im Wesentlichen drei Dinge. Wir haben unser IMARCO-Forschungsprojekt, was wir beantragt haben, mit den Forschungspartnern der Cubing. Das sind die Forschungsgruppe der HTW, Hochschule für Technologie und Wirtschaft im Saarland. Was wir weiterhin präsentieren, sind unsere Werkstückträger. Das heißt, wir haben hier eine neutrale Geometrie, sodass wir unabhängig von Bauteilgeometrien auf Tiefzieheinsätze verzichten können. Wir haben also eine Trägerplatte, die über eine Mikroverzahnung Bauteile fixiert. Damit sparen wir uns Werkzeugkosten und das große Übel, die ganze Buchführung und das Hin und Her verlieren. Unsere zweite große Produktsparte, die RFID-Technologie in der Intralogistik, ist hauptsächlich von der RFID-Kanban-Tafel bestimmt und von unseren Sensoren, die wir in Durchlaufregalen einbringen. Das können Sie sich wie folgt vorstellen. Sie sehen hier, sind innen Platinenantennen eingebaut. Die werden an einen Reader angeschlossen und die verschrauben wir unten im Durchlaufregal im Leerschacht zum Beispiel, sodass, wenn Sie heute einen Behälter mit leeren Waren rausgenommen haben, die Ware ist leer, jetzt schieben Sie den Behälter in den Leerschacht. Mit der Meldung in den Leerschacht registrieren wir, Achtung, diese Kanban ist leer gesetzt worden. Das heißt, mit diesem Kanban, diese Anzahl Schrauben wurde jetzt gerade verbraucht und wir erzeugen damit einen Nachschubimpuls. Wir können das Ganze sogar so weit steuern, dass wir ein echtes Vendor-Managed Inventory machen und dazu führen, dass die Entnahmemeldung parallel zum Lieferanten durchgeleitet wird. Als dritte, ganz wesentliche Neuerung, wir werden in diesem Jahr uns für das Projekt IMARCO bewerben. Das ist ein Forschungsprojekt, indem wir dem Mittelstand RFID-Technologie, und zwar genau die eben gezeigte, plus weitere Innovationen kostenfrei zur Verfügung stellen möchten. Das heißt, der Mittelstand, der bisher sehr wenig mit RFID wirklich zu tun hat, hat hier die Möglichkeit, bis zu 3 Monate diese Produkte zu testen. Und wir stellen sie ihm kostenfrei und wir bauen sie kostenfrei ab. Dabei ist die wissenschaftliche Begleitung ganz, ganz wesentlich. Kunden, die diese RFID-Produkte einsetzen, sind im OEM-Bereich, das heißt die reinen Automobilhersteller für die Kanban-Tafel im Einsatz, aber auch Tier-1-Zulieferer, die gerade im Bereich der Elektrotechnik bereits diese Produkte einsetzen. Wie gesagt, man sieht sie selten im Mittelstand, eher wirklich bei den ganz großen Unternehmen und dort ist auch dieses Wissen momentan gebündelt. Gerade in diesem Projekt möchten wir zeigen, dass RFID kein Allheilmittel ist, sondern dass es eine gute, wenn vernünftig eingesetzte Lösung ist, um viele Prozessschwächen zu beseitigen. Wir werden aber auch klar machen, dass es dazu eine Softwareanbindung, dass es stabile Prozesse benötigt und dass es auch eine funktionierende Software braucht und vor allen Dingen auch die Abstimmung der einzelnen Elemente untereinander.